Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bezüglich Geld in der Ehe, oder anders gesagt, muss der Mann der Frau Geld in der Ehe geben. Der Mann muss die Frau, er muss ihr so viel geben, was standardmäßig ist, was normal ist. Er muss sie standardmäßig versorgen: Essen, Trinken, Schlafen, Haushalt, Wohnung und so weiter. Diesen Standard, den es je nach Tradition und Brauch und je nach, sagen wir mal, Klasse des Einkommens ist, dementsprechend muss er, inshallah, seine Frau vergüten. Alles, was darüber hinausgeht, ist keine Pflicht. Ist keine Pflicht für den Mann. Aber ich sage jedem, der die Möglichkeit dazu hat, macht einen bestimmten Anteil für deine Frau, die nicht arbeiten geht, dass sie ein Stück davon hat, 200, 300 Euro, 500 Euro, je nachdem, was du verdienst. Dass du diesen Teil für sie alleine auf die Seite legst, beziehungsweise ihr als Lohn gibst oder als Geld gibst, dass sie damit machen kann, was sie will. So dass sie dich nicht jedes Mal anbetteln muss, ja, oder anflehen muss: Kannst du mir Geld geben, kannst du das. Und es gibt ja viele Brüder, die es nicht so mögen, wenn ihre Frau arbeiten geht. Dann mach ihr einen Teil. Ja, mindestens solltest du ihr für die Arbeit, die sie zu Hause macht, danken, indem du ihr ein monatliches Taschengeld sozusagen gibst. Ja, und 200, 300 Euro, das ist ja eigentlich möglich. Wie gesagt, das ist immer von Situation, Person abhängig, aber grundsätzlich empfehle ich das. Das ist eine starke Empfehlung und ich werde darauf nochmal inshallah ta'ala vom Hasanat-Institut genauer eingehen, warum und weshalb. Aber grundsätzlich, das ist sehr, sehr wichtig. So hat die Frau ein bisschen mehr Freiheit und du brauchst dir keine Gedanken machen. Du brauchst dann auch nicht fragen, was hat sie mit dem Geld gemacht, ausgegeben, nicht ausgegeben. Und so kannst du sagen: Pass auf, ich gebe dir monatlich dein Geld. Damit kannst du machen, was du willst. Ich frage nicht danach. Und was darüber hinaus ist, dann darüber können wir dann in Schabbatale sprechen. Das finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Sache. Das habe ich auch schon von vielen Gelehrten gehört, besonders auch die im Westen vertreten sind, dass sie diese Sache immer wieder anraten, den verheirateten Partnern, dass eben dieses Problem mit Geld eben nicht entsteht. Barakallahu fikum, fa jazakallahu khairan.